Bonjour, in diesem dritten Teil werden wir pêle-mêle Verben konjugieren, regelmäßige, sogar unregelmäßige. Wir fangen erstmal mit avoir, so eine wichtige Hilfsverb. Und ja, natürlich werden wir Präsenz alle Formen konjugieren und dann das Imparfait davon ableiten. Wir wissen schon von unserem letzten Video, dass die Form von Imparfait wir hier in diese, von dieser erste Person Plural abgeleitet, indem man hier diese on ja, wegnimmt, auch nicht so gut ist, aber wegnimmt und die AW, da brauchen, das ist was wir brauchen, nehmen wir rüber, um unsere Imparfait zu bilden. Da bekommen wir den avait, okay, J habe ich nicht mehr geschrieben, ja, j'avais, tu, hier, avait, Personalpronomen sind alle hier vorne, il, elle, on avait, nous avions, vous aviez, il, elle, avait. Und jetzt mit étudier, lernen, achso, hier habe ich vergessen, hier ist haben, das glaube ich, dass du schon weißt, hier ist lernen oder studieren. Lernen oder studieren. Okay, jetzt mit étudier haben wir j'étudie. Das ist hier eine erste Gruppe. Ja, nehmen wir nur diese E weg, das ist die Endung. Haben wir j'étudie, tu étudies. Und wie alle Verben, also in französischer Sprache, in zweiter Person Singular, bekommt er immer ein S. Il, elle, on étudie. Nous étudions. Vous étudiez. Il, elles étudient. Natürlich wird es immer so gelesen, nicht zu vergessen, wie ich vorher gesagt habe. J'étudie, tu étudies, on étudie, nous étudions, vous étudiez, ils, elles étudient. Okay. Was uns hier interessiert, ist nur das hier. Erinnert dich, wir haben gesagt, wir nehmen nur diese on weg, nehmen wir on weg. Ja. Und nehmen die Wurzel, also diese Radikal des Verbs, étudie. Das ist, was uns hier interessiert. Nehmen wir rüber und bilden unsere Imparfait damit. Dann bekommen wir den, weil wir hier étudie, bis ich hier genommen habe, étudier, die Endung von des Imparfaits dahinten, étudier, il, elle, on étudier, nous étudions. Also hier haben wir zwei i. Wir haben hier ein I von dieser Wurzel hier mitgebracht und dann diese I von der Endung des Imperfekt und étudier und étudier. Also das bedeutet hier, alle Verben, die mit IR enden, IER, die hier enden, ja, Verben, die so enden, behalten ihre I und es gibt dann zwei I's, ja, in der Form nous und vous. Verbe zum Beispiel wie crier, schreien, ja, nier, ablehnen oder plier, plier werden Bogen oder Falten sozusagen, ja, und so weiter. Da werden wir hier immer in dieser erste und dritte Person, erste und zweite Person Plural haben wir plion mit Doppel-I. Oder Krion mit Doppel-I oder Nion mit Doppel-I. So, dann machen wir weiter mit Pouvoir. Und Pouvoir hier bedeutet können. Können. Pouvoir. Können. Also mit Pouvoir haben wir Je peux. Tu peux. P et X. Il, elle, on peut. Mit T. Nous pouvons. Vous pouvez, ils, elles peuvent. Und natürlich hier, was uns hier interessiert, ist immer wieder diese erste Person Plural. Dann nehmen wir diese on weg und nehmen diese Wurzel, diese Radikal pouvez. Diese pouvez brauchen wir hier, um unsere Imparfait zu konjugieren. Da bekommen wir den je pouvais. Tu pouvais, il, elle, on pouvait, nous pouvions, vous pouviez,
ils, elles, pouvaient. Dann machen wir weiter mit vouloir. Vouloir ist hier wollen. Wollen. Brauchen wir auch sein Gegenwart. Also sein Gegenwart wäre denn je veux, tu veux, il, elle, veut, nous voulons, vous voulez, ils, elles, veulent. Und natürlich machen wir immer wie vorher, ne, nehmen diese en weg und interessieren uns nur um diese Wurzel hier, voul, V-O-L. Das nehmen wir hier rüber, sorry, nicht so gut gezeichnet. Das nehmen wir hier rüber und ja, und bilden unsere imperfekte Form. Erstmal möchte ich ein bisschen Platz hier machen, wenn ihr wir unten konjugiert, ja, es ist gar kein Platz mehr hier. Also, dann haben wir den voulez, 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 voulions, vouliez und voulez. Also, jetzt für venir, venir bedeutet kommen. Ja, da wollen wir hier kommen. Kann man hier unten schon, ja, kommen, nicht können. Ich würde gerade können schreiben, kommen. Und für venir haben wir der je viens, tu viens, il, en, il elle, on vient, nous venons, vous venez, il, elle, viennent. Natürlich machen wir immer das Gleiche, immer wieder. Wir nehmen diese on weg und interessieren uns um diese Worte wenn, V-E-N. Wir nehmen das hier rüber und bilden unsere imperfekte Form. Da bekommen wir den je venais, tu venais, il, elle, on venait, nous venions, vous veniez, il, elle, venait. Und jetzt haben wir manger, und manger bedeutet natürlich essen, das weißt du bestimmt. Manger wäre denn je mange, tu manges, il, elle, on mange. Nous mangeons, vous mangez, il, elle, mange. Manger hat schon etwas Besonderes. Das heißt, hier, wir brauchen eine E hier, um diesen Ton hier, G, E, O, N, als Jean zu sprechen. Also ohne E hier hätten wir Mangon gehabt. Deswegen bekommt er diese erste Person Plural Französisch. Alle Verben, die mit der G, E, ja, oder G enden, haben diese Endung. Also das heißt hier, wir werden natürlich wie vorher unsere on hier wegnehmen. Und natürlich mag, also ich habe n hier vergessen, das ist mange. Sorry, das ist hier mange mit n. Okay, hier zwischen. So, dann nehmen wir diese mange rüber, um unsere Imperfekt zu bilden. Dann manger, also manger, also mange haben wir ja rübergebracht, weil ohne E wird es ja ausgesprochen mange, also deswegen brauchen wir das genau wie hier, G und O war in französischer Sprache ja gong durch ausgesprochen, aber solange man E oder I hast, kann man das oder wie J lesen. Okay, manger, manger, aber manger ist sehr interessant, weil wir haben hier diese Wurzel mit E, um unser Imperfekt zu bilden. Aber wenn wir hier ankommen, haben wir E und dann I. Und diese Formel gibt es im Französisch nicht. Das heißt, erstmal E, weil E sollte normalerweise erstmal vorher kommen und dann I hinten. Also das wäre dann G. Ja, I und E in diesem Fall wäre dann G gesprochen. Also dann nehmen wir E weg und packen wir die Endung des Imperfekt hinten, das wäre mangion, mangier. Natürlich ist es ja schon ausgesprochen wie gier und manger. Ja, jetzt haben wir commencer, anfangen. Ja, oder beginnen, anfangen oder beginnen. Je commence und so weiter und so fort. Oder beginnen. Okay, also bevor wir hier weitermachen, dann können wir erstmal sagen, dass alle Verben diese Form G, ja, die mit G enden oder GER zum Beispiel wie nager, schwimmen, voyager, reisen, G hier, voyager, reisen, sind genauso wie manger konjugiert. Okay, so jetzt machen wir commencer.
Und commencer une Gegenwart verbale. Je commence, tu commences, il, elle, on commence, nous commençons. Also, du sitzt hier. Wir haben eine C hier, C, C, D, hier, C mit der Schlange, ja. Warum? Weil C einfach C mit O auf Französisch wird dann Co gelesen. Genauso wie hier Co, ja. Und das hier als eine S zu bekommen, weil das unser Verb mit S am Ende sich so hört. Da haben wir eine Cédille, Cédille da hinten geschrieben, da haben wir Commençons. Solange man E und I hat, es wird ja kein Problem, aber mit A und O und U wird es immer diese Problem gegeben. Da muss man entweder die Verbe, die Doppel-S bekommen, oder die mit einer Cédille bekommen. Also, da machen wir weiter, vous commencez, il, elle, commence. Also, natürlich nehmen wir unsere ONS weg. Das ist hier die Endung der Präsenzform. Und commence bis Cédille, Cédille nehmen wir, um unsere Imperfekt zu bilden. Da haben wir den commencer, commencer, tu commencer mit T. Und wieder das Problem kommt, wenn man I hat, dann braucht man diese C, CD nicht mehr. Das wäre der commencion, commencier. Und wieder C, CD, weil man hier A hat. Ja. Um das nicht als K zu lesen, dann brauchen wir diese CD. Da haben wir commencer. Und hier die Morale der Geschichte. Für diese zwei letzte Aufgaben, manger und commencer, ist das, Verbe, die mit der G oder GE enden, also GER enden, haben immer, also dieser G wird GE vor einer Vokal, A zum Beispiel, ja. Also wir haben hier unser Verb endet mit GER und dieser E wird, dieser G wird GE. Weil eigentlich nehmen wir die Endung hier er weg und konjugiert das Verb. Und diese e hier, wenn man das konjugiert hat, haben wir hier mange, das ist was wir hier brauchen für unser Imperfekt. Und diese e wird dann vor ein a gehen. Das ist was gemeint ist. Und mit diesem Verb mit der c, die mit der cer enden, wie commencer, es gibt auch annoncer, also annoncieren oder was noch? Es gibt mehrere. Also die mit der CER enden, ja. Die C hier, ihr C hier, CCD hier, vor ein A. Da haben wir hier gesehen, wir haben A. Dann bekommt ihr eine CCD hier. Imperfekt natürlich. Jedes Mal, wenn wir A haben, dann bekommt ihr eine CCD hier. Man kann auch merken, dass die Bildung des Imperfekts ist immer regelmäßig. Wenn man avoir nimmt, ist es, das sieht irgendwie aus, wie man nur OIR weggemacht hat und wir haben ab immer noch. Das ist regelmäßig. Mit étudier genau das gleiche. Étudie, ja, bis zu Ende. Pouvoir haben wir pouv. Vouloir haben wir voul. Venir haben wir venir. So. Manger haben wir mange. Und commencer haben wir commencer. Also, in dem nächsten Video werden wir den ein Verb, also das ist hier fast so. Also, alle regelmäßig, also alle Verben im Imperfekt sind regelmäßig, aber es gibt Ausnahmen, zum Beispiel die être, da wollen wir in dem nächsten Video konjugieren. Merci de m'avoir regardé et écouté, à très bientôt.